Also, wie wollen die Professoren das machen? Die Professoren wollen quasi den Kohlestopp 2026 ermöglichen, indem sie in den nächsten 7 Jahren 900 Milliarden plus erwirtschaften, die rüber ins Klima gesteckt werden können von der Regierung. Jetzt müssen sie aber dieses Geld erstmal neu erzeugen. Denn wenn wir es jemandem wegnehmen, wehrt er sich immer wieder. Mit seinen Lobbyisten zum Beispiel. Ja, also müssen wir es neu erzeugen. Und das Einfache ist, dass die Professoren 51 Jahre daran geforscht haben, wie man das macht. Und zum Beispiel Gesundheitsreform, ganz kurz erzählt. Mein Hausarzt da vorne, wenn der jetzt da vorne wäre, würde mir Spaß machen, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, mit Comedians gespickte Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten anbieten und würde mich so nach und nach verführen zu einem gesünderen Lebensstil. Dadurch werden die Krankheitskosten jedes Jahr um 70 Milliarden gesenkt. Wer jammert jetzt? Wer beschwert sich? Die Pharmaindustrie Deutschland. Ja? Die müssen wir ein bisschen helfen, dass die mit diesem Wandel zurechtkommt. Also müssen wir 10 Milliarden rechnen vielleicht dafür. Aber 60 Milliarden bleiben übrig fürs Klima. Und jetzt haben wir aber nicht eine Reform, sondern 20 Reformen dieser Art. Und mit diesen 20 Reformen können wir am Ende jedes Jahr 500 Milliarden plus machen. Und dann ist Klima überhaupt kein Problem mehr, weil wir dann der Welt vormachen können, aha, Wirtschaftswunder Deutschland und Klimaneutralität Deutschland gehen Hand in Hand. So kann man es machen, so können wir es als USA nachmachen, wir können es als China nachmachen und wir können es als Indien nachmachen. Und das ist schon der ganze Grundplan. Und jetzt müsste man nur gucken, wo du da noch Bedenken hättest. Also an sich klingt das ja schon immer so. Das Problem ist halt immer an der Sache, dass das so utopisch ist. Das Ding ist, wir müssen das testen. Aber das Problem an der Sache ist, wir haben ja nicht Zeit, um das zu testen. Nein, das brauchen wir auch nicht testen. Die Professoren haben 51 Jahre daran gefeilt. Die wissen genau, dass das funktioniert. Und wenn es nicht 70 Milliarden pro Jahr im Gesundheitswesen bringt, sondern nur 50 Milliarden, würdet ihr uns prügeln? Würdet ihr uns prügeln, wenn es nur 70 Milliarden wären? Ja, natürlich nicht. Ja, das wäre doch super. Also da tut es halt keinem weh, wenn das Geld halt im Grunde daher kommt, wir das alles umsetzen können und super. Also genau genommen kommt ja das Geld daher, dass der Kapitalismus eigentlich ein einziger Systemfehler ist. Der Kapitalismus belohnt Krankheitsförderung eher, also Profite durch, also Krankheit bringt Profite, Kriege bringen Profite. Es muss aber genau umgedreht sein. Gesundheitsförderung muss Profite bringen und Friedensförderung muss Profite bringen. Und genau diese Umpolung machen die Professoren und die wissen genau, dass das Geld bringt. Weil der Kapitalismus ist quasi unendlich verschwenderisch. Weil er quasi, guck mal, der Kapitalismus lässt die jungen Leute, füttert die mit Zucker im Supermarkt, mit ungesunden Nahrungsmitteln, lässt sie zuckerkrank werden, lässt sie Diabetes entwickeln, lässt sie Übergewicht entwickeln und dann therapiert er das mit Milliardenkosten. Ist auch Verschwendung, ist pure Verschwendung. Ist doch viel besser, wenn der Kinderarzt belohnt wird dafür, dass er zusammen mit dem Zahnarzt den Kindern in den Kitas gesunde Ernährung beibringt, gesunden Lebensstil, Sport machen und alles andere und wir dann diese Kosten gar nicht haben. Und diese Gelder brauchen wir doch jetzt dringend fürs Klima. Eigentlich eine ganz einfache Formel. Ja, und das ist es. Ja, absolut. Also es klingt doch alles super. So, warum machen wir das denn nicht so? Deswegen auch der Herr, der eben gerade da war, der war auch total begeistert von dem Ansatz. Es fehlt einfach die Diskussion darüber. Also es ist quasi jetzt so, dass wir immer noch keinen Kontakt mit Greta Thunberg haben. Wir haben immer noch keinen Kontakt gekriegt mit Luisa Neubauer darüber. Es müsste eigentlich nur besprochen werden und diskutiert werden. Ja, hoppla, diese sanfte Form, den Kapitalismus zu beenden quasi und durch ein gesundes Wirtschaftssystem zu ersetzen sozusagen, das wäre ja eine Alternative. Es muss ja nicht eine Revolution sein, ja? Wenn wir einen anderen Weg haben, wo wir zum Ergebnis kommen. Und von uns aus hätte es schon vor 2 Monaten losgehen können. Die Professoren waren schon startbereit. Die brauchen ja, es ist eine ehemalige Bundesministerin dabei. Das ist eine frühere Kollegin von Merkel. Die brauchen nur, Frau Merkel muss nur sagen, okay, neues Geld höre ich gerne. Denn mit neuem Geld bin ich bereit, was zu machen. Ja? Weil ich dann niemanden Steuern wegnehmen muss und dadurch kriege ich verlierende Wähler. Also ich verliere keine Wähler. Also alles klar, mache ich. Und
Dann hätten die Professoren sich kostenlos in die Ministerien gesetzt und hätten dem Spahn und der Klöckner geholfen, wie man das richtig macht. Und wir wären vielleicht schon, hätten schon die ersten Milliarden. Aber das fehlt die Diskussion, ja, der Austausch. Zum Beispiel, wir sind jetzt im Gespräch. Ja, aber leider so mit der Leitung von Fridays for Future Köln haben wir erst eine Stunde oberflächlich ins Gespräch gekommen. Wir sind noch nicht, also es fehlt dieser Kontakt, es fehlt einfach das Gespräch. Aber Fridays for Future ist erstmal ein Glücksgriff. Also, dass die Greta erschien und Fridays for Future, denn sie haben es geschafft, dass die Medien gesagt haben, das wollen wir, wir machen das bekannt. Ja? Und jetzt fehlt nur der letzte Schritt, dass man nämlich jetzt sagt, okay, jetzt sind wir bekannt, jetzt sind wir in den Medien, jetzt müssen wir sagen, liebe Medien, diskutiert doch mal darüber mit uns gemeinsam, ob die zweiten Scientists for Future tatsächlich uns den Durchbruch liefern. Ob das tatsächlich das Konzept ist, ja? Mit diesen 900 Milliarden fürs Klima. Ja? Und dieser letzte Schritt fehlt. Und wenn der fehlt, dann fehlt er. Gerade letztlich, ich habe jetzt heute schon wieder drei Interviews gemacht, wo die jungen Leute alle gesagt haben, ja, wir brauchen diesen letzten Schritt, ja? Denn wir müssen irgendwann, jetzt der Fehler ist nämlich zu sagen, Politiker, löst ihr das? Politiker sind aber nicht kompetent, das Problem zu lösen, sonst hätten sie es nämlich schon früher gelöst. Sondern die Politiker, ihr müsst jetzt den Politikern sagen, hier, liebe Leute, wir diskutieren jetzt mit den Medien den Plan der Professoren und wenn den alle gut finden und auch die Mehrheit der Wähler gut findet, dann setzen wir den um. Und dann sagt Frau Merkel, ja, wenn die Medien sagen, okay, das klingt vernünftig, dann machen wir das. Ja, am Ende wird entscheidend sein, dass irgendeine Wählerumfrage sein muss, die sagt, 60% aller Wähler von Frau Merkel sagen, das ist ein vernünftiges Konzept, damit können wir leben. Wir wollen alle selbst eine gesundheitsförderlichere Gesellschaft, gesündere Ernährung wollen wir alle haben. Und wenn das niemandem wehtut, können wir damit leben. Und nur dieser letzte Schritt fehlt. Ich sage immer so, es ist falsch, an den Politikern zu rütteln, weil die werden nicht besser dadurch. Die sind inkompetent. Das muss man einfach sachlich feststellen. Ein Politiker kommt aus der Mitte der Gesellschaft, soll die Mitte der Gesellschaft repräsentieren, denkt wie die Mitte der Gesellschaft, denkt aber niemals so wie ein Spitzenwissenschaftler der Spitzenwissenschaften. Ja? Das kann er nicht. Also Merkel ist Physikerin, die kann nicht über menschliche Systeme nachdenken. Der Gedanke, dass man die Marktwirtschaft verbessern kann, der ist ihr fremd. Ja? Dass man also den Arzt auch belohnen kann, wenn er Gesundheit fördert und Krankheiten verhindert, das ist ihr fremd. Ja, vor allem ist das ja sein Job eigentlich. Also, aber... Ja, vom Lippenbekenntnis ist es sein Wort, aber bezahlt wird er, wenn er operiert. Ja, also er wird halt dann im Grunde, kommt ja das Geld für ihn dann daher, dass er halt die Pharmaindustrie fördert. Aber das meiste Geld kommt, wenn er einen Menschen schleichend in einen chronisch Kranken verwandelt und das nicht absichtlich macht, sondern wenn er es aus Irrtümern heraus macht. Er verschreibt einfach ein Medikament, nur hat das eine Medikament leider Nebenwirkungen und gegen die Nebenwirkung muss ich wieder ein Medikament verschreiben. Und dann kommt es, ohne dass dem Arzt bewusst ist, dass es gar nicht so gut ist, was er macht, kommt es zum chronisch Kranken und der bringt ihm dann dauerhaft Geld. Falscher Bezahlungsschlüssel. Ja, ich weiß aber nicht. Also da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass dann halt die Ärzte daran schuld sind, sondern die Pharmaindustrie an sich. Aber dementsprechend, warum können wir dann die Menschen im Prinzip nicht so fördern, dass wir denen im Prinzip die Heilmittel geben? Ich meine, es gibt zum Beispiel aus vielen Studien heraus bestimmte Heilmittel, die einfach hier nicht vermarktet werden, aus Gründen, die sich irgendwelche Leute in den 70ern mal ausgedacht haben. Ohne jetzt auf spezielle Sachen anspielen zu wollen, ist es halt leider tatsächlich so. Ja. Viele Sachen werden einfach unter den Tisch geredet, nur weil die Leute es nicht unbedingt verstehen. Manche Medikamente werden ja auch gar nicht weiterentwickelt, weil sie nicht genügend Profitaussichten für die Pharmaindustrie bringen und so weiter. Aber das mag noch nicht mal so sein. Also in meinen Augen muss ich das, also ich finde persönlich jetzt, dass halt viele Sachen einfach nur aus dem Grund nicht gefördert werden, da es halt möglich wäre, bestimmte Krankheiten damit dauerhaft zu heilen oder beziehungsweise langfristig therapieren zu können. Und dann würde der Dauerkunde fehlen, der dauerhaft Geld bringt? Im Zweifelsfall ja. Also deswegen der Ansatz der Professoren, also die Kernaussage der Professoren ist quasi die,
dass der Baufehler des gesamten Kapitalismus, übrigens schon vor 400.000 Jahren entstand, der Konstruktionsfehler eigentlich der ist, dass man einfach, ich will es mal überspitzt sagen, der Arzt spricht den Eid des Hippokrates aus und dann sagt man, jetzt macht er den Rest des Lebens alles, was gut für mich ist. Dass da finanzielle Anreize, Fehlanreize Problem sein könnten, dass er unter wirtschaftlichen Zwängen steht, dass die Pharmaindustrie Druck auf ihn macht, möglichst viele Medikamente zu verkaufen, dass sie ihm regelrecht auch Geld dafür gibt, wenn er Medikamente unters Volk bringt oder neue Medikamente testet mit Menschen als Versuchskaninchen. Das, als ob es das nicht gäbe, haben wir so gedacht. Und jetzt sagen die Professoren, nein, es ist völlig falsch. Wir dürfen nicht auf den Eid des Hippokrates achten, sondern wir müssen gucken, für was belohnen wir ihn konkret. Und wir müssen ihn für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung belohnen. Dafür muss er mehr verdienen, als wenn er chronisch Kranke verwaltet, sozusagen. Und das müssen wir, dieses Prinzip müssen wir in allen Bereichen anwenden. Und dann kriegen wir eine gesundere Gesellschaft. Und vor allem werden wir dadurch ganz viel Gelder frei bekommen, die wir jetzt ja dringend fürs Klima brauchen. Im Grunde nehmen wir den Leuten dann im Prinzip auch wieder das Geld aus der Tasche, weil viele Leute arbeiten ja halt in der Pharmaindustrie, verdienen sich damit ihr Brot und Wasser. Aber ganz richtig, ganz richtig. Und deswegen ist ja dieses Entschädigung hat Vorrang. Das heißt, wenn wir 70 Milliarden einsparen, müssen wir etliche Milliarden dafür im Geiste schon mal reservieren, dass wir die Leute, die arbeitslos werden, an der Hand nehmen und wirklich mit ganz viel Aufwand und Geld direkt den nächsten Job verschaffen. Und wir müssen die Aktionäre, für die Aktionäre ist es ja nicht schlimm, wenn Leute entlassen werden. Für die Entlassenen ist es schlimm. Ja? Aber für die Aktionäre ist erstmal nur wichtig, dass man deren Dividenden nicht so sehr abstürzen lässt, weil dann werden die sauer. Und dann schicken die Lobbyistenarmeen und dann ist Schluss. Ne? Und deswegen ist so das Prinzip, ich kann dir noch kurz die Arbeitsamtreform schildern. Das Arbeitsamt heißt in Zukunft Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Und das ist wörtlich gemeint. Der Arbeitsamtmitarbeiter kriegt in Zukunft ein Grundgehalt und dann geht er raus und nimmt die Leute buchstäblich an der Hand, sogar bevor sie arbeitslos werden, und spricht mit ihnen, wo wollt ihr hin, was wollt ihr machen. Jetzt der Teil Chemotherapie in Deutschland wird etwas kleiner, die Produktion wird kleiner, ihr werdet da nicht mehr gebraucht. Wo wollt ihr hin, wo sollen wir? Und dann gehen die mit denen dahin und machen einen Deal, dass die einen neuen Job kriegen. Und wenn sie dort, wenn es teuer ist, die dort einzuarbeiten, bezahlt das Arbeitsamt. Ja? Weil wir lassen niemanden mehr alleine, ist das Prinzip der Professoren. Ja? Und das würde jetzt bedeuten, dass wir für diesen Übergang, aber ich wette, dass dann von den 70 Milliarden jedes Jahr immer noch 55 Milliarden fürs Klima übrig bleiben. Ne? Und das ist, und wir haben 20 Reformen, wir sprechen gerade nur über eine Reform von 20. Und jede dieser Reformen bringt Milliarden. Manche viele Milliarden, manche ein paar Milliarden. Ja? Und dadurch und dieser sanfte Übergang, und das ist jetzt dieser neue Gedanke, dass niemand in der Pharmaindustrie angefangen hat und sagt, ich mache die Weltbevölkerung krank, damit ich Profit mache. Sondern dass es eine Fehlentwicklung war, die einfach still und leise passiert ist in der Evolution, weil immer das Falsche belohnt wurde. Also weil es immer mehr Profit für mehr Krankheit gab. Und also entwickelte sich von selbst eine Art Denke. Wir sprechen von der Evolution der Meme und Gene, also Evolution. Ja, das haben sich verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, Memory, Meme, ja, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, es haben sich Irrtümer gebildet, dass am Ende zum Beispiel der heutige Lebensmittelhändler wirklich glaubt, dass Zucker ein gesundes Nahrungsmittel wäre. Und dass es gar nicht schlimm wäre, wenn alles voll Zucker ist, ne? Von oben bis unten. Ja? Alles voll Zucker, Glucose, Fructose, so ist doch alles ganz normal. Das, ja, das macht aber die Massen krank. Ja, gut, will ich nicht behaupten. Nicht unbedingt. Ich glaube, das große Problem liegt gar nicht in der, also doch, die Pharmaindustrie ist ein Riesenproblem. Aber das größte Problem, was wir halt aktuell haben, ist tatsächlich eher einfach dieser weitere Kohleabbau und dass wir einfach Energiegewinnung nicht auf alternative Energieversorgungsmittel umwälzen können, beziehungsweise nicht umwälzen wollen. Und das ist einfach das größte Problem. Der Kohleausstieg hat nicht wunderbar geklappt, der Atomausstieg war einfach ein Witz. So, und das ist halt so das Riesenproblem. Aber wer will nicht? Das ist für die Wissenschaftler ist immer die Schlüsselfrage, wer will nicht? Es will
wollen die Aktionäre von RWE, da waren ja auch Reden gewesen und so weiter, ich verfolge ja alles, ja, und Luisa Neubauer hat, glaube ich, sogar bei RWE gesprochen, ja. Und wer will da nicht? Es sind einzelne Aktionäre, die Bosse von RWE, also die Aufsichtsratsvorsitzenden, haben ja nichts zu sagen. Das sind ja nur Handlanger der Aktionäre. Die werden ja von den Aktionären quasi beauftragt, macht Profit, Shareholder Value. Ja? Und jetzt ist aber immer so, nur wenn ein Aktionär einfach ganz große Verluste bei seinen Dividenden fürchtet und den Sturz des Kurses der Aktien, dann wird er rebellisch. Und wenn wir das aber abfedern, dann wird er nicht rebellisch. Dann sagt er, ja klar will ich, dass wir auf erneuerbare Energien umstellen. Es soll nur nicht mein ganzes Aktienvermögen ruinieren. Ja? Und wenn wir das schaffen, da diesen Kompromiss zu finden mit denen, dann sind die gar nicht dagegen. Ja, aber es ist ja schon im Grunde nachgewiesen, dass alternative Energiegewinnung deutlich mehr mehr Geld ausschlägt als zum Beispiel jetzt die Kohlekraftwerke etc. Das ist halt, ich habe heute einen Bericht gehört, dass Wasserstoff, zum Beispiel mit Wasserstoff es möglich wäre, dass jeder Mensch, jedes Haus Sonnenenergie-Kollektoren hätte, die dann in Wasserstoff umgewandelt werden als Speicher und dann nachts eben den Strom liefern oder bei der Dunkelflaute den Strom liefern und so weiter. Dass das alles fertige Technologie ist. Das Entscheidende ist nur, dass für die Umstellung, die in dem Moment, wo RWE sich jetzt von zentralen Kohlekraftwerken umstellt auf dezentrale, flächendeckende Hausbedachung mit Dings. Ja? Diese Umstellung kostet erst einmal die Aktionäre eine Zeit lang Geld. Und das ist der Knaxus. Am Ende ist das natürlich günstiger mit dem Wasserstoff. Entscheidend ist aber, dass der Aktionär sagt, aber in der Umstellung werden meine Dividenden kleiner. Und das will ich nicht. Und wenn wir das aber denen sagen, das neue Geld, das wir generieren, federn wir da ab, dann kriegen wir diesen Widerstand nicht. Und das ist jetzt der Trick der Professoren, ja? Diesen Widerstand zu umgehen. Denn das ist unsere Erfahrung halt, wenn die Aktionäre mit ihren Lobbyisten auf die Merkel losgehen, dann knickt sie ein. So sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird am Ende nicht reichen, dass wir nur unseren Willen kundtun, sondern einige junge Leute haben das richtig formuliert. Wir müssen der Politik und den Massenmedien auch mögliche Lösungsvorschläge machen. Und dieser Plan, 900 Milliarden Plan der zweiten Scientists for Future, den muss man in die Diskussion werfen. Und wenn er dann von der öffentlichen Diskussion für gut befunden wird, wird er gemacht, wenn nicht, wird er nicht gemacht. Aber dann hat man wenigstens die Chance gehabt. Ohne einen konkreten Plan. Wir müssen quasi der Politik vorkauen, was sie zu tun hat. Nicht von ihr erwarten, dass sie es selber löst. Sie kann es selber nicht lösen, weil dafür die wissenschaftliche Kompetenz nicht da ist.